Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Und zwar handelt es sich heute um das Spiel The Horror Lost Tape. Das Ganze ist nur eine Demo, das heißt, die Vollversion von dem Spiel ist noch gar nicht fertig. Und ich denke, die Demo wird so zwischen 10 und 20 Minuten gehen. Ich habe mega Bock, das Spiel zu spielen. Es gab eine Person, welche mir auf Instagram dieses Spiel empfohlen hatte. Es soll anscheinend relativ gruselig mit Jumpscares sein, so ein bisschen Visage-Style, also für die, die bei dem Visage-Let's Play damals dabei waren, es soll so ein bisschen in die Richtung gehen. Mehr weiß ich aber auch nicht, deswegen ich bin sehr gespannt. Man findet irgendwie so eine verlorene Kassette und geht dann in irgendein Apartment, was irgendwie heimgesucht wird von irgendwelchen Geistern. Keine Ahnung, ich bin sehr gespannt und freue mich total, mit euch dieses Spiel jetzt spielen zu können. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den einen oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir, denn wir hüpfen jetzt in das Spiel von, wie heißt es nochmal gleich? The Horror Lost Tape. Let's go! So, meine Freunde, da sind wir. The Horrors Lost Tape Demo. Und ihr habt jetzt eine wunderschöne Facecam von mir, wo ihr diesen wunderschönen Pickel begutachten könnt. Ich bin ja eigentlich so eine Person, ich habe fast nie Pickel, aber heute habe ich einen Pickel mir ausgedrückt, wo ich gerade ein Video drehen wollte. Ist ja auch egal. Starten wir mit der Demo. Let's go! Hier ist ein seltenes Video von diesem Areal. In 2009 gab es einen männlichen Student, der dort vermisst wurde. Das Einzige, was er zurückgelassen hat, war ein Videotape, in welchem eine sehr merkwürdige Frau zu sehen war. Ich muss rausfinden, was dort passiert ist. Ja, natürlich sind wieder die Person, die rausfinden muss, was in diesem Apartment passiert ist und warum dieser junge Mann verschwunden ist. Was ist passiert? Oh, okay. Aha. Das ist also das Apartment. Und wir müssen rausfinden, was da passiert ist. Oder ist das jetzt das Videotape, was wir anschauen? Ah, ich könnte mir vorstellen, dass es das Videotape ist, was wir gerade anschauen. Ja, wahrscheinlich. Ui. Boah, die Maus-Sensi. Moment mal kurz. Okay, so ist es besser. Ja, so wie es aussieht, ist das das Videotape. Und, was wir hier anschauen. Es ist 9.59 Uhr. Was auch immer der junge Mann mit den zwei Rollen Klopapier und der Bodylotion vorhatte. Nichts, was ich jemals machen würde. Ah, mit E öffnen wir die Tür. Also ich muss schon sagen, das Apartment sieht schon irgendwie ein bisschen rancy aus. Kann man die Tür wieder zumachen? Kann man. Da ist ein Radio. Oh, man kann sich auch ducken. Es gibt mir so ein bisschen Visage-Vibes, oder? So ein bisschen Visage. Ein ganz bisschen. Übrigens befinde ich mich jetzt wahrscheinlich in diesem Moment gerade in Los Angeles. Weil ich produziere hier ein paar Videos nämlich vor. Weil ich bin ja dann... Habe ich gerade irgendwas gehört? Nee. Has been mysterious killed in the US. More strangely next to the body in the flashlight. Oh, okay. Hier steht halt, dass ein männlicher Student auf mysteriöse Weise getötet wurde in einem, ja, in einer Unterkunft der Universität. Und was noch merkwürdiger daran war, dass neben seinem leblosen Körper eine Taschenlampe und eine Kamera, welche extrem zerstört war, gefunden wurde. Okay. Ach, das steht. Ah, das ist hier wahrscheinlich. Steht hier wahrscheinlich irgendwo hier. Ich weiß nicht, was für eine Sprache das ist. Aber irgendwo hier würde es stehen. Ja, auf jeden Fall befinde ich mich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video anschaut, in Amerika. Wenn ihr sehen wollt, was ich dort so treibe, dann abonniert auf jeden Fall meinen zweiten YouTube-Kanal, meinen Vlog-Kanal, wo ich Videos von Amerika hochladen werde und ihr sehen werdet, was wir dort so treiben. Also checkt es auf jeden Fall aus. Ich verlinke euch das einfach unten in der Videobeschreibung. Der erste Link. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und gerne ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Okay, keine dieser Türen kann man aufmachen. Geht die auf?
Also wir haben hier... Es geht schon wieder los. Ah, guck mal, da, die haben wir nicht versucht. Hallo, ich will da raus. Okay, scheint nicht zu gehen. Ja, aber was soll ich hier denn machen? Ach, guck mal hier. Voll detailliert. Also nicht schlecht. Muss man schon sagen. Das ist echt detailliert. Oh, das konnte ich einsammeln. Was ist doch immer wahr. Ich konnte es einsammeln. Haben wir ein Inventar oder so? Ne, haben wir nicht. Was war denn das? Ah, oder war das eine Kassette? War das eine Kassette, die wir hier reinschieben können? Nein? Nicht? Okay. Ich habe so Angst vor Jumpscares, gell? Ich werde das wieder so ein Spiel, was sich so langsam aufbaut. Gehen wir mal zurück in das Zimmer. Diese Tür war's. Diese Tür war's. Diese Tür war's. Diese? Hä? Also gerade eben ging das doch noch. Ach so, es war diese hier. Nein. Was soll ich machen? Ah, es war diese hier. Nein, das muss ich auch nicht. Oh, ich weiß nicht, was ich hin muss. Ah! Oh, jo. Oh mein Gott! Macht euch Kopfhörer rein. Macht euch sofort Kopfhörer rein. Dann wisst ihr, was ich meine. Oh! Es hat sich einfach so angehört, als würde es hier im Zimmer gerade klopfen. Alter, war das gut gemacht. Hier gehen wir zum Telefon. Alter, war das gerade gut gemacht. Ich hab mich übel erschrocken. Macht Kopfhörer ins Ohr. Was ist? Oh nein! Oh nein! Ich hab Schiss. An dieser Stelle, Zukunftsendes, blende, bevor diese Szene kommt, eine Triggerwarnung für flackerndes Licht ein. Oh, es flackert so sehr. Ah! Ah. Oh. Super. Ey, dieses Klopfen gerade, das war crazy. Das ist so ein 3D-Sound. Hallo. Hey, kann ich hier rein? Ah! Was war das? Das war so ein 3D-Sound oder so. Ah, es klingelt wieder. Jetzt ist da Blut an der Zeitung. Das war vorher noch nicht so. Hallo? You are next? Das steht da. Und wir haben den Schlüssel. Und hier steht You are next. Du bist der Nächste. Warum? Oh, yo, ich krieg. Ohne Joke, ich krieg gerade Gänsehaut. Wir haben einen Schlüssel für irgendeine Tür. Ja. Oh Gott. Okay. Sie sieht aus, wer die gezeichnet. Ich soll ihr diese Kekse geben. Ist so ein Schrein oder was? Ah! Hilfe! Ich mag solche Spiele nicht. Ich mag solche Spiele einfach nicht. Soll ich jetzt hier wieder... Also ich habe jetzt ihr die Kekse gegeben. Das waren immer ihre Lieblingskekse. Ich gehe jetzt. Ich werde jetzt gehen. Es ist immer noch 9.59 Uhr. Noch nie so eine lange Minute durchlebt. Hallo? Ich bin eigentlich nur hier, um das Ganze zu untersuchen.
Reicht das? Ja. Ich würde jetzt gern wieder einen Keks zurückhaben wollen. Aber nur einen. Ich hätte gern einen Keks zurück, okay? Ich würde jetzt kurz kommen und... Weil ich mag Kekse. Ein Keks, okay? Nein? Ich hätte schwören können, ich habe gerade was gehört. Kann man das auch... Aha! Wir haben einen weiteren Schlüssel. Also das scheint so eine Art Schrein zu sein. Und man gibt dir dann quasi immer Kekse. Also an die Verstorbene quasi so. So mäßig. Ah, was war das? Ah, warum ist die Tür aufgegangen? Mach diese Tür zu! Soll ich jetzt hier wieder rein? Ah, ist es hierfür? Nein. Ist es hierfür? Nein, das war schon Schlüssel. Ich will, dass diese Tür jetzt zugemacht wird. Bitte. Vielen Dank. Ich hab übel Schiss. Also es gibt gute Vibes. Okay. Dann ist es wahrscheinlich die Tür da vorne. Oh. Ich mag solche Spiele eigentlich gar nicht. Aber irgendwie mag ich sie auch wiederum, gell? Dann ist es die Tür hier vorne. Danke auf jeden Fall für die Empfehlung. Ja, ich... Oh. Hä? Was ist gerade passiert? Ich bin konfuselt. Jetzt check ich's nicht so ganz. Habt ihr verstanden, was gerade passiert ist? 9,59. Ist so als... Keine Ahnung. I don't know. Ich weiß nicht, was passiert ist. Naja. Oh, guck mal, das war vorher nicht da. No joke, ich krieg ganz laut. Hier ist jetzt auch Kekse. Alter, das ist so nah, Mann, ich krieg übel Gänsehaut. No joke. Wo kommen die Stimmen her? Von hier. Kratzspuren an der Tür. Boah, ich hab übelst Schiss. Ich mag solche Spiele eigentlich. So ein bisschen. Ah! Mein Gott, warum gehen die Türen immer automatisch zu? Aber ich mag, dass es relativ simpel gehalten wurde, das Spiel. Also, dass man halt wirklich gesagt hat, okay, du hast jetzt hier diesen kleinen Bereich mit den Türen und da musst du halt gucken. Das finde ich ganz gut. Das gibt einem nicht zu viele Möglichkeiten und das mag ich. Ich bin sonst immer sehr schnell überfordert. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, ich kann mal in die Schublade gucken. Ich weiß auch nicht, warum man da drunter nochmal so ein Ding gemacht hat. Also, ich finde... Ah! Ist ja gut. Ich sehe ja schon das Telefon. Hallo. Ich höre Schritte. Das war's. Oh nein, ich bin nicht mehr scharf. Das war's? Okay, meine Freunde, das war's auf jeden Fall mit der Demo von dem Horror-Game. Ich muss ehrlich sagen, es hat echt Laune gemacht. Es war super cool gemacht, fand ich. Auch mit den Geräuschen, dass man so ein bisschen mit 3D-Sounds und so gearbeitet hat, dass das sich wirklich angehört hat,
als wäre es jetzt gerade hier in diesem Zimmer. Deswegen, also macht euch auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt euch Kopfhörer reingemacht. Mega gut, ich will mehr davon. Also ich will wirklich mehr von diesem Spiel sehen. Ich hoffe, dass es weiterentwickelt wird und ich hoffe, dass da irgendwie bald eine Vollversion irgendwann kommt. Falls ihr da irgendwie mehr wisst, ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Vielleicht ist das Spiel schon fertig, ich habe aber nichts davon mitbekommen. Habe auch nichts gefunden. Wie auch immer, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt euch auch gegruselt und euch auch erschreckt. Und jetzt seid ihr wie immer natürlich wieder gefragt. Schreibt unten bitte wieder in die Kommentare, welches Horrorspiel ich als nächstes spielen soll. Ihr könnt mir das Ganze auch sehr gerne auf Instagram schreiben, also folgt mir gerne auf Instagram schreibt mir dann eine Nachricht mit irgendwelchen Horrorspielempfehlungen. Wichtig ist es wieder, dass es eher ein kurzes Horrorspiel ist, damit wir wieder wie jeden Montag ein neues Horrorspiel spielen können. Wenn ihr also irgendwas Cooles kennt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt es mir auf Instagram. Und ich bin sehr gespannt, was wir nächste Woche spielen werden. In dem Sinne, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr allgemein sehen wollt, was ich gerade in Amerika so treibe, könnt ihr mir, wie gesagt, sehr gerne auf Instagram folgen. Und dort einfach meine Instagram-Story und meine Bilder anschauen, was wir dort so unternehmen. Natürlich nur, falls es euch interessiert, könnt ihr es sehr gerne auschecken. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Genug Eigenwerbung. Macht's gut. Ich habe euch alle lieb. Danke für den ganzen Support. Ich liebe euch. Ihr seid die Besten. Macht's gut. Ciao, ciao.